Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal Kreativ Tobi und heute möchte ich euch zeigen, wie man OSB-Platten richtig beschichtet. Wir stehen hier in meiner neuen Halle und ich möchte die Halle weiß lackieren jetzt und deswegen habe ich mir gedacht, drehe ich doch gleich mal ein Video, wie das funktioniert. Ich werde es heute nicht mit der Rolle auftragen, weil das einfach zu lange dauert. Ich habe hier heute mein Airless-Gerät Wagner PP90 am Start mit einem Oberbehälter, den die mir zugesendet haben. Da kann ich schön den Lack reinfüllen. Und der ganze Lack wird auch verwendet. Anders ist es, wenn ich hier mit so einem Ansaugrohr arbeite, dann bleibt ja, 10-20% Lack noch im Gebinde drinnen. Deswegen habe ich hier den Oberbehälter heute am Start. Jetzt fragt ihr euch sicher, welches Material verwenden wir, um die OSB-Platten zu beschichten. Ist ja auch nicht so ganz einfach. Man kann jetzt nicht einfach mit einer Dispersionsfarbe auf Holz losstreichen. Zum einen wegen den Holzinhaltsstoffen, die drücken sich dann durch und dann hast du eine vergilbte Oberfläche und das wollen wir nicht. Deswegen stelle ich euch heute mal von Jägerlacke die Holzisolierende Deckfarbe vor. Und zwar haben wir hier einige dieser 5 Liter Gebinde am Start, haben wir von Jägerlacke zugesandt bekommen und die testen wir heute, teste ich selbst zum ersten Mal, aber ich weiß schon, dass es ein gutes Produkt ist und wir auf jeden Fall ein gutes Feedback ziehen werden. Das seht ihr dann natürlich am Ende. Ich nehme mir quasi nur dieses Gebinde, brauche keine Isoliergrundierung oder ähnliches. Habe hier ein 3-in-1 Produkt, das heißt Grundanstrich, der isoliert, damit die Holzinhaltsstoffe nicht durchkommen. Zwischenanstrich und Schlussanstrich. Den Empfehlungen, glaube ich, steht, dass 2 Anstriche reichen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir auch mit 2 Anstrichen hinkommen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, dann können wir es auch ein drittes Mal spritzen. Dadurch, dass wir spritzen, arbeiten wir viel effizienter und sparen uns natürlich Zeit und bekommen ein schönes Oberflächenbild hin. Schütteln wir mal die Eimer hier durch, beziehungsweise die Gebinde, die ich jetzt benötige. Ich denke, das werden jetzt mal 2 Stück werden am Anfang. Und fülle die mir in den Oberbehälter hier ein. Farbe ist weiß. Ich möchte nämlich hier in der Halle einen komplett cleanen Look haben. Werde auch den Boden noch beschichten. Dazu komme ich aber gleich später nochmal. Und fülle mir jetzt den Lack hier unverdünnt ein. Ich denke, das sollte reichen. Hier den Umlaufschlauch, wenn ich jetzt dann die Maschine starte, dann werdet ihr sehen, dass die Farbe hier einmal durch das System durchgepumpt wird und es immer ein wiederkehrender Prozess ist und sobald ich dann auf Spray umstelle, wird quasi die Farbe bzw. der Druck auf den Schlauch verlagert. Mache mir den Behälter wieder zu, nicht dass es hier irgendwie mal rauskommt von oben und es hier irgendeinen Vulkan gibt. Da ist jetzt natürlich noch Wasser im Schlauch, das spritzen wir jetzt mal da rein. So, jetzt ist der Lack da. Jetzt können wir die Düse umdrehen. Und jetzt testen wir es mal. Schaut auch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir ungefähr 130, 140 Bar ungefähr eingestellt. Wir beginnen jetzt mit isolierenden Schicht, mit der Grundbeschichtung bzw. mit einer von 2 Anstrichen bzw. Sprühgängen. Habe jetzt hier das Ganze getestet, funktioniert auf jeden Fall. Jetzt mache ich mal den Deckenbereich hier bis vorne und dann mache ich die Wände und dann zeige ich euch, worauf ihr achten müsst. Und ja, machen wir einfach mal. Decke ist schon mal gut geworden. Und jetzt kommen wir zu den Wänden. Wichtig ist auch, dass man sich immer so die Felder vorspritzt, dass man quasi einmal außenrum spritzt und dann erst die Fläche ausfüllt. Im Prinzip wie beim Streichen eigentlich.
Wichtig ist auch, dass man immer denselben Abstand hat beim Spritzen zur Wand, dass man quasi nicht einmal so nah ist und einmal so weit weg, sondern dass man immer gleichmäßig denselben Abstand hat, weil so bekommt man dann auch das beste Spritzbild hin. Und schon stehen wir in einem weißen Raum, Leute. Geil. Richtig nice, Mann. Hat auch wirklich gut funktioniert. Spritzstrahl optimal, Spritzbreite ist wirklich gut. Ich kann jetzt die 213er Düse wirklich empfehlen. Ich baller jetzt den ganzen Raum hier durch, die ganze Halle, und gebe euch ein schönes Zeitraffer. Ich bin jetzt soweit mal fertig mit dem Durchspritzen. Erster Spritzgang ist quasi fertig. Habe jetzt noch eine Wand freigelassen. Gleich kommt nämlich noch mal unser Azubi. Dem zeige ich jetzt auch noch, wie das funktioniert mit dem Airless-Gerät. Und ansonsten müssen wir jetzt 4 Stunden warten und dann können wir die nächste Schicht auftragen. Das heißt, normalerweise ist ja so, wenn man so eine isolierende Schicht aufträgt beim Holz, dass man so einen Tag später dann draufgehen kann. Hier haben wir 4 Stunden und warten jetzt eben. Jetzt haben wir gerade 10.30 Uhr, warten wir dann bis 14.30 Uhr und dann spritzen wir alles noch einmal durch und dann müssen wir eigentlich eine schön gleichmäßig deckende Fläche haben. Timo ist jetzt auch da. Und jetzt geht es darum, dass wir die Wand hier spritzen. Ich zeige es ihm ganz kurz. Die Decke und so ist ja schon alles fertig. Timo war jetzt gerade noch auf einer anderen Baustelle. Du warst schon mal auf einer Schulung bei ne? Ja. Beim Spritzen. Und jetzt zeigen wir es ihm nochmal, wie es an der Wand richtig funktioniert. Im Prinzip ist es ja immer so, dass du einmal komplett außenrum erstmal wie beim Streichen Feld machst, dass du dann halt die Mitte ausfüllst. Weißt du, was ich meine? Und ich habe dir jetzt das oben schon gemacht. Geh mal quasi dann einmal an der Seite und unten entlang. Und wichtig ist, eine Maske anziehen. Und dass du, wenn wir dann spritzen, immer denselben Spritzabstand hast. Ne? Dass du jetzt nicht einmal hier zu nah bist und dann halt zu weit weg. Wichtig ist das, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bleibst, sondern dass du wirklich zügig arbeitest, dass nicht zu viel Material auf einer Stelle liegen bleibt. Und die Anfangsbewegung, da musst du nicht jetzt draufdrücken und dann erst losgehen, sondern schon die Bewegung machen und dann abdrücken, dass es quasi in einem Lauf ist. Jo. Das kannst du jetzt mal probieren. Der Lack ist übrigens wasserverdünnbar, das heißt, wir können das Airless dann auch ganz einfach mit Wasser durchspülen, Werkzeug reinigen, die Spritze reinigen mit Wasser und trocknet einfach viel schneller, wie wenn wir jetzt da einen lösemittelhaltigen Lack spritzen würden. Und jetzt ist der Timo dran, schauen wir mal, wie der das macht. Timo? Schau mal, dass du ein bisschen mehr Abstand zur Wand hast, weil wenn du zu nah dran bist, dann haut es zu viel Material auf die Fläche. Ja, der Abstand ist gut. Ja, so ist perfekt. Timo, was ich meinte, du hast jetzt quasi draufdrückt und dann hast du erst Bewegung gemacht. Mach so, dass du die Bewegung anfängst, von mir aus schon etwas weiter oben die Bewegung anfängst und dann drauf drückst, sobald du da nicht da angekommen bist, wo du Farbe auftragen willst. Weil sonst siehst du wie hier, ja, dass du hier so voll viel Farbe drauf hast und es gibt jetzt halt dann einen dicken Läufer. Jetzt kannst du es da mal üben. Also du fängst quasi hier an mit der Hand und dann drücken. Super gemacht. Das erste Mal war es nicht mal so schlecht.
Wie schon gesagt, das Ganze trocknet jetzt noch 4 Stunden und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn es getrocknet ist, damit wir den zweiten Auftrag machen können. Bist du Darth Vader? Tobi, ich bin dein Vater. Gut, Maschine läuft. Und jetzt mache ich es wieder so, dass ich erst den ersten Teil der Decke mache und dann die Wände. So, erster Teil ist schon mal geschafft und man sieht schon ziemlich gut, dass die Deckkraft echt hervorragend jetzt ist. Stackt schön gleichmäßig, sieht jetzt schön, schön weiß aus, sage ich jetzt mal. Und so ballern wir jetzt wieder alles durch und ich nehme euch wieder mit in den Zeitraffer. Schaut einfach so komplett anders aus, der Raum, einfach wie ein neuer Raum jetzt. Ich habe das eigentlich aus dem Grund gemacht, weil ich hier ziemlich viele Lampen habe und hier oft Videos drehe, dass einfach das Bild insgesamt heller ist, die Weißfarben besser rauskommen und das Licht nicht so gelb zurückreflektiert wird von den USB-Platten. Ich hoffe, man sieht einen Unterschied jetzt, auch wenn es noch ein bisschen nebelig ist hier drin. Ich mache gleich die Tür auf. Was ich euch noch sagen wollte, wichtig ist ja beim Airless-Spritzen, dass ihr alles abdecken müsst. Und ihr seht, ich habe hier auch schön alles abgeklebt, hier die Tür, dann meine Areas, wo ich immer Videos drehe. Das habe ich alles mit dem Kipp-Tape, mit dem WashiTech Masker gemacht. Ist ultra geil, wenn ihr Airless spritzt, dann würde ich euch wirklich nur diese WashiTech Masker empfehlen. Gibt es in verschiedenen Größen, das ist jetzt so 1,70 Meter, das ist 55 mm und damit könnt ihr einfach ultra effektiv schnell abdecken. Ihr seht, Lampen habe ich damit abgedeckt. Ich habe eigentlich alles damit abgedeckt, außer den Boden, den habe ich mit Vlies abgedeckt. Genau, sonst habe ich die Anschlüsse mit dem 3808 von Kipp abgedeckt und teilweise auch mit dem blauen. Wo habe ich das? Das ist 3508. Das ist perfekt für Lackarbeiten, weil es ultra geile Farbkanten gibt. Und oben an der Decke hier habe ich mit dem Steinband von Kipp abgedeckt. Das ist das hier. Das 358, das ist auch richtig geil, hält ultra gut auf dem Holz. Und ja, eigentlich könnten wir mal eine so eine Koje frei machen, dann seht ihr mal, dass da auch nichts dreckig geworden ist und auch mal, wie es dann nachher aussieht. Was ich noch vorhabe mit dem Raum hier, ist, dass der Boden weiß wird. Das wollte ich eigentlich in dem Video mitmachen. Und zwar nehmen wir da von Jägerlacke den Flüssigkunststoff. Das ist der hier. Damit können wir den Boden auch weiß machen, dass wir wirklich einen cleanen weißen Look haben. Und da muss man aber davor noch mit dem Aqua-Isoliergrund von Jägerlacke grundieren, damit es da nicht durchschlägt, weil der jetzt nicht isolierend ist. Ja, das kommt aber in einem anderen Video. Und sobald es online ist, verlinke ich euch das mal in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal hier ein bisschen Klebebänder weg und gucken uns mal die Ergebnisse an. Da steht jetzt zwar ein Haufen Zeug drin, aber egal, ist alles schön sauber geblieben, meine ganzen Flexgeräte. Tippitoppi würde ich sagen, machen wir noch das Regal frei und dann ja, haben wir hier ein schön sauberes Ergebnis bekommen. Ne? Ja Leute, das war's mit dem Video und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ich den Boden weiß streiche mit dem Flüssigkunststoff von Jägerlacke. Und ja, gebt einen Daumen nach oben, wie schon gesagt, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Tobi.